Grüß Gott, ich bin Edel Trautstetter. Ich kandidiere am 1. Dezember für die Evangelische Landessynode in Württemberg. Von Beruf bin ich Krankenschwester und arbeite in der ambulanten Pflege. Ich bin verheiratet mit Rudi und wir haben einen verheirateten Sohn. Ich lebe hier in Balzheim im schönen Illertal. Nahezu 30 Jahre bin ich als Kirchengemeinderätin für unsere evangelische Kirchengemeinde mitverantwortlich. Eine lange Zeit, in der viel bewegt wurde und in der ich mit Freude und Engagement mitgearbeitet habe. Unsere Dreifaltigkeitskirche ist für alle weit geöffnet und jeder ist willkommen. Mir ist wichtig, Menschen für Gottes Wort zu begeistern und zu einer vertrauensvollen Beziehung mit Jesus Christus einzuladen. Deshalb engagieren wir uns seit vielen Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit. Mal als Ideengeber und Initiatoren, wie zum Beispiel den Jugendgottesdienst, mal als Leiter und vielfältige Unterstützer in den Jugendgruppen. Junge Menschen brauchen die Möglichkeit, sich in eigenen Gruppen treffen und über ihren Glauben austauschen zu können. Erfreulich ist, dass aus den Jugendgruppen hier am Ort 5 junge Menschen den Weg in einen geistlichen Beruf gegangen sind. Ich möchte mich in der Synode dafür einsetzen, dass die Jugendarbeit gefördert wird und auch neue kreative Wege geht. Die Stellen der hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nicht verringert werden. Hier sehen Sie das zweite schöne Kirchengebäude in unserer Gemeinde, die Mauritiuskirche. Zur Erhaltung der Kirchen- und Gemeindehäuser müssen Kirchengemeinderat und Pfarrerinnen und Pfarrer viel Zeit und Geld investieren. Ich bin dafür, dass unsere Kirchen erhalten werden. Seit Jahrhunderten sind sie der Versammlungsraum der Gemeinde. Und sie prägen unsere Kultur sowie das Dorf- und Stadtbild. Ich möchte mich in der Landessynode dafür einsetzen, dass Verkündigung, Seelsorge und Diakonie in den Gemeinden gefördert und gestärkt wird. Ich bin dafür, dass die Pfarrstellen nicht weiter reduziert werden, sondern erhalten bleiben. Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen nicht noch mehr belastet werden mit Verwaltungs- und Statistikaufgaben. Neben den sehr wichtigen diakonischen Einrichtungen möchte ich mich dafür einsetzen, dass diakonische Projekte und Initiativen der Gemeinden unterstützt werden, zum Beispiel Besuchsdienste, Hausaufgabenbetreuung oder Tafelläden. Ich liebe Choräle genauso wie Gospels. Im Posaunenchor in der Nachbargemeinde Dietenheim spiele ich Trompete und in Balzheim singe ich im Kirchenchor. Musik ist eine Herzenssache. Menschen werden unterschiedlich angesprochen und berührt. Verschiedene Musikstile sollen keine Trennung, sondern Bereicherung sein. Ich bin dafür, dass die Landessynode verschiedene musikalische Ausbildungen fördert, von Orgel bis Popmusik. In der Synode, dem Kirchenparlament, werden wichtige Weichen für die Zukunft der Kirche gestellt. Das griechische Wort Synode bedeutet gemeinsam unterwegs sein. Ich will gerne mit anderen Synodalen gemeinsam überlegen, verschiedene Meinungen diskutieren und daraus gehbare Wege entwickeln. Ich freue mich, wenn Sie mich unterstützen und am 1. Dezember Ihre Stimme geben. Ganz herzlichen Dank.